Mahlzeit, Leute! Endlich wieder ein kleines neues Video von Skorpedos in freier Wildbahn. Ich war ja schon einige Wochen nicht mehr aktiv. War dazu schon, weiß nicht, 4, 5, 6 Wochen gewesen. Und zwar. Er hatte mehrere Gründe. Ich hatte gar keine Zeit, Videos zu machen und noch keinen Kopf dafür. Da ist jemand aus meiner Familie gestorben, mich dann nach Stuttgart gefahren zur Beerdigung. Hat Gott sei Dank auch geklappt. Es hat sich da gerade gelockert mit den Corona-Regeln. Danach, oder relativ kurz danach, bin ich dann in Urlaub gefahren. Und das musste auch sein. Ab zur Nordsee, da fahren wir jedes Jahr hin. Und dann ist auch was Schönes passiert. Ich bin jetzt offiziell verlobt. Ja, ich habe meiner zukünftigen Frau fast am Strand, also direkt am Meer, am Sonnenuntergang, einen Heiratsantrag gemacht. Hat auch alles gut funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Hatte Hilfe von meinen Schwiegereltern. Das war soweit wunderbar. Ja, dann waren wir in Urlaub. Danach gab es noch Corona-Urlaub und. Und jetzt bin ich langsam wieder startklar, Videos zu machen, so wie ich mir das vorgenommen hatte. Und heute gibt es auch eigentlich kein besonderes Thema, sondern einfach nur nochmal, ich bin jetzt quasi offiziell wieder da. Ich meine, ich war jetzt nicht wirklich weg. Ja, es waren dann nur ein paar Wochen. Aber trotzdem mal ein ganz kurzes Hallo sagen an euch alle oder beziehungsweise an die 21 Abonnenten und ich weiß ja nicht, wie viele die Videos gucken. Irgendwie schaue ich da gar nicht so sehr hinterher. Ich glaube, ich mache es mehr für mich als für andere. Und auch auf meinem Instagram-Account ist natürlich sehr ruhig gewesen. Ich bin jetzt, glaube ich, ich fahre jetzt heute das erste Mal nach 5 Wochen wieder Motorrad. Und ja, ich hatte auch einfach den Kopf nicht dafür. Der war nicht frei. Leben ist halt auch nicht immer Kirschen essen. Na gut, ich esse eh keine Kirschen. Deshalb Video gleich auch noch direkt. Ich meine, ich hoffe ja, dass das jetzt nicht so lang wird, das Video, und auch nicht viel wird. Aber direkt bearbeiten und hochladen. Ich war jetzt gerade eben noch in Goch, habe mir über eBay Kleinanzeigen einen neuen Prozessor geholt. Ich baue mir jetzt in Zukunft, hole ich mir so nach und nach, teilweise neu, teilweise gebraucht, weil auch viele Sachen durch die ganze Corona-Scheiße einfach nicht lieferbar sind. Baue ich mir jetzt meinen neuen YouTube Gaming und PC, der ein bisschen Leistung noch hat. Ich habe jetzt zwar noch einen relativ guten MSI Gamer Laptop, aber die Grafikkarte ist relativ scheiße und der hat auch nur 4 Kerne. Was eigentlich nichts heißt. Oh, Fahranfänger. Mit Grüßen ist nichts. Und ich habe mir gerade den Prozessor geholt. Ja, und jetzt auf dem Weg zurück. Also ich habe mir direkt gedacht, machst du mal ein kleines, kurzes Video. Und ein bisschen die Landschaft hier genießen, weil hier in der Ecke bin ich auch relativ selten unterwegs. Ja, baue mir da jetzt meinen neuen PC zusammen. Habe schon viel bestellt. Manche Sachen habe ich noch auf dem Schirm. Neuen Monitor habe ich mir geholt. 27 Zoll, so ein Curve-Ding da in 2K. Richtig geiles Bild hat er. Ah, hier sind wir. Jetzt weiß ich wieder ungefähr, wo ich bin. Ja, ja, ich habe mir jetzt quasi mein altes Jugendzimmer sozusagen. Ich hatte früher mein Zimmer auch im Keller. Mit Couch und Fernseher, kleine Wohnwand und Anlage. Dann habe ich ja, ich spiele ja noch Gitarre, da habe ich ja noch ganz viel Gitarrenzeugs unten im Keller. Und dann halt meine Büro, Gaming, Fotografie-Ecke. Alles in einem, weil das hatte ich vorher bei uns oben in der Wohnung und da hat die Frau schon mal. Ich will nicht sagen gemeckert, aber ich habe da schon relativ viel Platz in Anspruch genommen und das werde ich irgendwann demnächst auch zeigen. Wahrscheinlich mache ich über den neuen Computer vielleicht ein Video. Ist nichts Besonderes, macht irgendwie jeder Dritte, aber ich habe da auch Bock drauf und dann mache ich das einfach und fertig, Ende. Und darauf sollen in Zukunft dann auch die ganzen Videos gemacht werden und also bearbeitet werden. Große Festplatten rein. Ich habe auch keinen Bock gehabt dann auf dem Laptop, der hat zwar auch eine NVMe SSD, also eine schnelle SSD drin und 1 Terabyte Festplatte,
Aber ich habe keinen Bock, immer so viele externe Festplatten mit USB und so ein Scheiß. Nein. Lieber ein paar große Datengräber rein ins PC-Gehäuse, so wie ich das früher immer hatte. Und fertig, Ende. So baue ich mir das jetzt zusammen. Und da werde ich euch wahrscheinlich auch dran teilhaben lassen. Ist jetzt auch nichts Besonderes, ne? Ich denke mal, sehr viele haben viel bessere Hardware. Aber der Gute ist ja, das ist alles ausbaufähig. Ich war jetzt seit 2008 oder 2009 eigentlich bei Apple. Durchgehend. Den Gamer-Laptop, den ich jetzt habe, den habe ich mir vor 2 Jahren mal gekauft, weil ich unbedingt mit einem Kumpel dann immer zocken wollte, da hinfahren, zocken, aber das ist ein- oder zweimal im Jahr gewesen und ist auch eingeschlafen jetzt. Und jetzt, ich hatte halt auch immer die Apple-Gerätschaften da, iMac und MacBook. Aber die sind jetzt auch in die Jahre gekommen und das habe ich dann jetzt erst gemerkt, als ich angefangen habe mit YouTube-Videos. Was jetzt auch, das, was ich mache, ist ja wirklich noch Anfängermist, sage ich. Ja, ist Anfängermist. Und ich nehme die Videos ja in 2K auf. Und da waren meine Apple-Geräte schon überfordert. Mein iMac, ja gut. Den habe ich damals, glaube ich, 2008 oder 2009 neu gekauft. Hatte zwar auch schon i5 drin, aber der war so weit von grottenlangsam. Dann habe ich den quasi in den Keller verfrachtet für Gitarren aufnehmen und sowas, quasi als Recording-Ding. Dafür hat der so gerade eben noch gereicht. Dann hatte ich noch mein MacBook, das war von 2012, das letzte, wo du noch Arbeitsspeicher und Festplatte und alles wechseln konntest, habe ich auch gemacht. Der lief auch immer wunderbar, der ist nicht langsamer geworden, aber mit der Videobearbeitung, naja, das, und dann auf 13 Zoll, gut, ich habe dann immer, ne, einen großen Monitor dran gehabt, aber na gut. Naja, ich denke mal, das war es eigentlich so heute. Jetzt werde ich noch so ein bisschen hier rumfahren. Aber wie gern würde ich jetzt da durchfahren? Warum kann er nicht hier drauf auf die Straße spritzen? Na, meine Leute, dann mache ich jetzt mal meine Abmoderation und ich mache jetzt wieder, ich sage jetzt mal nicht fleißig, aber ich mache jetzt wieder Videos. Bin jetzt wieder relativ frei im Kopf. Und dann sage ich mal bis bald. Haut rein, Leute.